Ja, beim nächsten Bild haben wir das Werkzeug zuschneiden. Hier kann es ja sein, dass ich von dem einen Bild einen bestimmten Ausschnitt haben möchte. Da kann ich hier entsprechenden Rahmen aufziehen. Dann wird mir diese Auswahl angezeigt. Ich kann auch die Größe hier noch entsprechend anpassen. Das Verhältnis auch unten. Und wenn mir das so passt, drücke ich auf Enter. Und habe das Bild entsprechend zugeschnitten auf die richtige Größe und kann es hier dann auf Datei speichern unter entsprechend abspeichern.